Und wie kommt es zu dieser Ausstellung? Warum machen wir eine solche Ausstellung? Es ist uns gelungen, im Jahr 2011 9 Zeichnungen von Etrochet zu erwerben. Wir hatten bisher keine Zeichnungen in der Sammlung. Und es ist uns auch gelungen, 25 Schwarz-Weiß-Fotografien des Künstlers zu erwerben, die alle um das Thema der Los Angeles Apartments kreisen. Und damit war eigentlich dann das Thema der Ausstellung vorgegeben. Das ist so der Kern, der auch unsere Sammlung dann widerspiegelt. Aber das reichte natürlich nicht für eine Ausstellung. Und so haben wir den Versuch unternommen, weitere Werke aus den 60er Jahren zu bekommen, die natürlich heute längst verteilt sind über die ganze Welt, aber meistens in amerikanischen Sammlungen. Sie sehen also eine ganze Reihe von Leihgaben aus wichtigen Sammlungen. Und das ist eigentlich ein großes Glück, und es ist auch nur mit Unterstützung des Künstlers eigentlich gelungen, diese Leihgaben für diese Ausstellung zusammenzubringen. Die legendär gewordene Tankstelle Standard Station Amarillo, Texas, wiedergibt. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass Etrochet 1962, 63 eine ganze Reihe von sehr großformatigen, ausgeprägt querformatigen Bildern gemalt hat. Die Bilder sind über 3 Meter breit und 1,20 Meter hoch. In diesem Raum sehen Sie farbige Studien, die im Zusammenhang dieser Gemälde entstanden sind. Und jetzt können wir auch sehr schön sehen, was eigentlich passiert. Er hat zunächst wirklich eine Pause gemacht von dieser abgebildeten Katalog von dieser Fotografie, dann aber sich entschieden, die hier schon dramatische Perspektive mit diesem herausragenden Schild Standard eigentlich noch doch wesentlich zu steigern und auch dann die Ansicht der Tankstelle zu verändern. Hier hat er die Tankstelle von der gegenüberliegenden Straßenseite sozusagen als Fußgänger aufgenommen, während er hier wie der Autofahrer sozusagen von hier auf diese Tankstelle zufährt und dann dieses Schildes angesichtigt wird, das hier so prominent herausragt. Und wenn Sie das vergleichen, sehen Sie, dass da nochmal eine enorme Steigerung in dieser radikalen Verkürzung erfolgt, die nach rechts hin abfällt. Zugleich ist bemerkenswert, dass er vom quadratischen Bildformat in ein extremes Querformat geht, was ihm die Möglichkeit geboten hat, diese große Diagonale ins Bild einzuführen, die eine Dynamisierung des Motives bewirkt. Dort sehen Sie auch, dass die Vorliebe für das Querformat nochmals gesteigert und das legendäre, berühmte Zeichen Hollywood, das ja ursprünglich mal das Werbeschild einer Maklerfirma war. Und Etrochet hat immer gesagt, das ist für ihn wie eine Fälschung. Da wird etwas hingestellt, das von Stangen gehalten wird. Das ist instabil, das gibt es gar nicht. Und er hat ja auch diese Stangen, die diese Buchstaben halten, wiedergegeben. Man verbindet mit dem Begriff Hollywood natürlich allerhand. Es ist diese Glamour-Welt, Los Angeles, der Reichtum, der Niedergang, die Filmwelt, die Filmstars. Und ganz ähnlich wie bei den Themen Standard Station gibt es diese Dynamik in der Perspektive. Man hat das Gefühl, das Hollywood-Zeichen kommt aus dem Licht heraus und vergrößert sich nach rechts hin. Aber es ist eigentlich ein Sonnenuntergang. Man könnte genauso sagen, mit der untergehenden Sonne wird dieses Zeichen nach links hin verkleinert und verschwindet. Also es ist dort sozusagen beides enthalten, Aufstieg und Niedergang. Und gleichzeitig ist das Ganze eine Collage. Also ist das, was wir räumlich interpretieren als Landschaft, als räumliche Tiefenentwicklung, wenn man nah hingeht, sieht man, das sind alles ausgeschnittene Papiere, die übereinander gelegt sind. Auch die Buchstaben sind ausgeschnitten und werden so auf die Oberfläche gesetzt. Also man wird bei näherer Betrachtung sozusagen sofort desillusionisiert, man wird enttäuscht. Man hat zunächst den Eindruck, es wäre was anderes. In Wirklichkeit ist es reine Illusion, die aber ganz greifbar, aber nur auf der Oberfläche greifbar wäre. So viel.